So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind gerade mit Nachtigall unterwegs und ja, wir sollen ein bisschen mit ihm patrouillieren und ich würde sagen, das machen wir doch, oder? Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke, der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Als zu betteln. Aus Galitz stamme ich. Er läuft ein bisschen schneller als wir. Unser Rathaus. Ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius, der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Komm nach der Arbeit vorbei. Das werde ich. Du bist also gar nicht taub. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Wenn nicht zur Kirche, dann scher dich zu deinen Leuten. Ich will dich hier nicht haben. Ist dieser Misthaufen euch nicht groß genug? Okay, was ist hier los? Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall. Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Inwiefern belästigt sie dich? Was ist das Problem? Das ist mein Laden und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg. Und es gibt genug Leute, die sie anbetteln kann. Musst du hier betteln, Jana? Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich. Warum? Die Leute jagen mich fort, ganz gleich, wo ich sitze. Kann ich Tag und Nacht rumwandeln? Du schimpfst dich einen Christen, Schmied? Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Okay. Der Bettlerin einen Groschen geben. Wir werden der armen Jana beide etwas spenden. Das werden wir nicht schaffen, nicht? Wir haben nur 5 in Überreden. 6 wäre unser Stand. Oder wir geben ihr das Geld. Ich versuche mal beiden was, nicht? Dann hat sie mehr davon. Wir sind doch gute Christen, oder? Also sollten wir dieser armen Seele beide etwas geben. Und was dann? Dann wird Jana ihrer Wege gehen. Ohne Widerrede. Bist du jetzt König Salomon? Erfolg! Oder was? Sehr gut. Na schön, wie du willst. Jawohl. Gott dich segnen und dich auch, Herr Schmied. Werde keinen Ärger mehr machen. Danke. Danke. Herrgott, einer schlimmer als der andere. Sehr gut. Er sagt gar nichts dazu. Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Hanusch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Hanusch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapern, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst in Mähren, dann im Himmel. Herr Hanusch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird.
Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ur-Urgroßvater oder so. Natürlich hat sie das. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Jan Vögelchen Jeschek. Okay. Also mich irre, dass er einen Tick schneller läuft als wir. Und man das nicht irgendwie... Gut, ich habe meine eigene Geschwindigkeit, nicht? Aufgrund der Sachen etc. Aber dass die Wache nicht einfach unserer Geschwindigkeit angepasst wird... Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Wir bringen uns richtig viel bei. Nicht. Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Lustig. Der hat das Wort schmeckt benutzt, bevor es überhaupt, das von 2018, das Spiel. Siehst du den Lump da? War das damals schon ein Wort? Dem Bastard zeig ich's. Haben wir es bequem? Almosen, bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn der Hanusch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Immer dieses Gebette hier. Aber ich frage mich, warum so viel... Lass uns also warum an die Kernburg gehen. Galitzer nicht einfach ihr Dorf wieder aufbauen. Wäre doch viel sinnvoller, als hier rumzumodern. Ja, die Banditen waren ja eigentlich vertrieben, bevor ich 3 Wochen im Koma lag. Oh, er rennt wieder davor, weg. Ey, Junge, komm her, Nachtigall. Hier ist die Schmiede. Im Schön. Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Oh. Blümchen. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Ja. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Ja, auch. Ich bin mein total Vater leise. Kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe, aber ich kann etwas mitfühlen. So, da sind wir, da kamen wir gerade her, nicht wahr? Und haben 15 Taler gewonnen. Hä? Das Rataya-Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung. Und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet. Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanuschs Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für einen Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser oh ja. Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort. Ausnahmen, ich habe schon alles Ausnahmen, wieder vergessen. Auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Ach, der hier. Ja, da waren wir eben drin.
Alle schon weggepflückt von uns, nicht wahr? Ich denke. Guten Tag. Ab zur Kirche mit dir. Lebe wohl. Ich wollte eigentlich. Ja, jetzt ist er weitergelaufen. Ich wollte die Brennnesseln sammeln. Immer treffe ich auf die Bettler. Na, alles sauber gepflückt von uns. Oh, hier nicht. Gott sei mit dir, Benesch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ach ja, ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moimir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hatte Durst, also... Ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Aber er hat doch nichts falsch gemacht. Wow. Das ist aber auch gefährlich nah an der Wachtposition. Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Ich... Schweig und beweg dich. Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Er ist lieber seine Keule durch den Helm. Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Mich auch. Mich auch. Faule Sack. Jawohl. Gerade jetzt, wenn wir jedes Paar Augen brauchen. Man kann nie wissen, wann die Kumanen kommen. Aber echt genug mal. Davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spiel? Ach, ja, natürlich. Klingt gut. Jetzt lernt man eigentlich erst das Würfelspiel kennen, nicht wahr? Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Ich verliere wieder alles. Aber ihr kennt's ja schon, zum Glück. Aber hier geht's ja um nix. Zwei, drei, vier, fünf. Ah, verdammt. Nicht mal einzeln gewürfelt bis jetzt. Eine jetzt. Nee, eine drei. Wieder eine fünf. Oh, drei Sechsen. Sehr gut. Das sind 750. Jetzt müssen wir nochmal würfeln. Wenigstens eine Eins oder so würde reichen. Oh! Sehr stark. Nochmal eine komplette Runde mit 700. Nochmal würfeln. Oh, eine 1 bitte. Irgendwas. 3 Einsen. 4 Einsen. Okay, wir beenden diese Runde mit 3500 Punkten. Und damit haben wir gewonnen. Eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet war, aber in Rathai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Ja, dann nicht. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst. Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Rathai zu gehen. Hier, nimm die. So, die Quest kommt viel zu spät, nicht? Die einen darauf hinweist. Wir sind schon längst ermahnt worden. Achso, warte, wie war das? Eins gedrückt halten, nicht? Jawohl. Okay, wir haben's gelernt. Wir müssen zum Rathaus. Wenn ich mal so viel Glück gehabt hätte, in einem echten Spiel, nicht? 1000, 600, 200, aber wahrscheinlich war es einfach vom Schwierigkeitsgrad her gestaged, dass man da nicht so sehr reinfällt. Jemand, der es nicht kennt, übersieht vielleicht die 3 Zweien oder irgendwas. Ja.
Und dass wir auch beim zweiten Wurf da dann direkt drei Sechsen hatten, kommt in echt, glaube ich, seltener vor. Oh, ob Teil 2 da mit Jahreszeiten und sowas daherkommt? Das wäre noch richtig klasse. Ja. Nicht so schön Herbst oder so hier im Böhm. Boah. Da hätte ich Lust drauf. Ich finde, die Karte muss nicht mal unbedingt wesentlich größer werden. Wenn die so eine Qualität hat, dann soll sie lieber komprimierter mehr bieten, nicht wahr? Mehr Leben, mehr versteckte Kleinigkeiten. Da hat man nämlich wesentlich mehr von. Diese 500 Quadratkilometer. Wer erkundet das schon am Ende, nicht? Höchstens irgendein Streamer für irgendeinen Erfolg. War das jetzt dreimal? War eigentlich viermal. Ich würde die Leute gerne aufmischen, die jetzt keine Fackel dabei haben. Hast du dir erzählt, dass meine Gattin klöppelt? Nö, wusste nicht, dass sie das kann. Du zum Beispiel, wo ist dein Licht? Pickel. Oh, du hast Milan. Hä, du warst keine Schenke. Wo ist dein Licht? Wo ist dein Licht? Bernhards Frau. Er muss auch nichts. Die muss auch nichts tun. Hier. Wolfram muss auch nicht. Schweinerei. Wo ist denn die Schenke? Bin ich schon vorbei? Nee. Hier rechts muss sie sein gleich. Da. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmitz. Oh, oh. War so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Den kennen wir doch. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren, auf Säue und Prälaten. Gott schütze ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Er ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Rathei ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein! Tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Er macht unsere... Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesen Bauern zeigen, wo er hingehört. Hauskampf aufgestoßen. Jawohl. Gott verdammt. Jebbert. Das wird ihn lehren. Okay, das war doof. Zwei schnelle. Aua. Ah. Sein Bein ist... Das wird dich lehren, Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Oh-oh. Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein?
Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir, die Sei Schenke still! Halte deinen Mund, du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Mhm. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend. Was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Echt mal. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Na toll. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Carpon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. No. Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Herr, ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Carpon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig, es war eine lange Reise. Na, das ging ja richtig gut, nicht wahr? Darauf erst mal ein Bier. Okay, Wachdienst ist abgeschlossen. Haben wir eine Fackel? Warte. Nicht, dass wir sonst wieder Strafe zahlen müssen. Triff dich mit Herrn Hans beim Sonnenaufgang auf dem Vorplatz der oberen Burg. Okay, das ist ein weiter Weg. Vielleicht hätten wir hier schlafen sollen. Wir sind immer noch überfressen. Das ist nicht gut. Wir werden dadurch nämlich langsam fett, wenn wir das machen, und träge. Wir müssen ein bisschen Vitalität trainieren. Komm. Bisschen laufen. Bisschen rennen. Für den Bogen sehr, sehr wichtig, die Vitalität. Oh, einmal durchatmen. Und nochmal. Ja, nachts kann man in dem Spiel wirklich nicht viel machen, nicht wahr? Also, das muss schon wohl überlegt sein, was man nachts macht. Sonst kriegt man halt wirklich auf die Fresse. Und noch einmal schaffen wir Vitalität vielleicht dadurch hochkriegen. Mal gucken. Anschnallen und dabei sein. Nee. Wie viel fehlt denn uns noch? Vitalität. Die Schirmlinge. Okay. Ihr werdet jetzt etwas gleich sehen. Wir brauchen dafür aber Licht. Oder wir machen es am nächsten Morgen. Ist vielleicht noch besser. Denn wir müssen diese Schirmlinge entsorgen. Die sind verdorben. Ich habe vergessen, die mitzuverkaufen, weil die unter Nahrung sind. Oh Mann, wir haben die extra gesammelt, nicht wahr? Schöner Mist. Oh, und wir müssen unbedingt Sachen weglegen. Weil, wenn wir auf die Jagd gehen, brauchen wir Tragekapazität, würde ich mal sagen. Wir haben hier doch eine Truhe. Da können wir doch was drin lagern. Also, was brauchen wir nicht mehr? Diese Fackel lege ich mal weg. Den Knüppel legen wir weg. Den einen Bogen legen wir, Pfeil legen wir weg.
So, schon mal gut. Wir legen die gepolsterte Bunthaube und das weg. Und den Gambeson, nicht? Dadurch haben wir schon mal 60. So, Nahrung, die Schirmlinge werfen wir weg. Das ist auch nochmal ein bisschen was. Ringelblumenaufguss können wir auch erstmal weglegen. Dörrfleisch nehmen wir mit und Bier und dem Wein. Das ist gut. Ah, die Kräuter lege ich auch erstmal hier weg. Ich meine, für so eine Quest brauchen wir das nicht. Salzspinnendings sowieso. Die anderen Sachen wiegen nichts. Wermut auch weg. Den 1 Liter nehmen wir sicherheitshalber immer mit. Man weiß ja nie. Dann haben wir 52. Viel mehr runter kommen wir auch nicht, glaube ich. Wir haben nur das Notwendigste an und die Schirmlinge. Kommen wir vielleicht auf 51. Schlafen und speichern. 5 Stunden muss reichen. Aber wir sind eh gesund, haben viel Energie, nicht? Der Tag ging durchs Vorspulen eh schnell zu Ende. Dann können wir auch mal schnell gucken. Und nach vorne preschen. Oh, 100% Energie reicht. Spiel wurde gespeichert, auch sehr gut. Wir haben die Fackel, auch super wichtig. So, unsere Morgendusche. Das Wasser muss auch schon stinken wie Bolle. Ich muss mich jetzt echt innehalten, dass wir nichts sammeln. So, wo müssen wir uns treffen mit dem guten Herrn da hinten? Ich glaube, hier gibt es halt keinen Weg hoch so einfach. Dann müsste ich hier irgendwo hinten rum hoch. Wir gehen einmal durch die Stadt. Das ist, glaube ich, der beste Weg, den wir haben könnten. Achso, genau, ich wollte ja gucken, wie hoch ist Vitalität? Ist er erhöht? Ist erst auf 2 und auf dem halben Weg. Okay, da brauchen wir also noch ein bisschen. Man sieht echt paar Sterne, das ist aber auch alles. Also wenn hier so ein Abhang oder sowas auftaucht, nicht, wenn man das Gebiet nicht kennt, tödlich. Oder mit einem Pferd später. Boah, ich sag euch, da fallt ihr sonst wohin. Gerade wenn man denn im Galopp ist und dann kommt irgendwie ein doofer kleiner Fluss, dann ist das Pferd sofort instant tot und man selber liegt dann im Graben und das alles nicht so. Also hier muss man echt vorsichtiger sein oder genau wissen, was man macht. Wer ist er? Ach, da ist er schon. Kann ich ihn nicht ansprechen? Soll ich mich mit ihm treffen? Ja, hier, ne? Ja. Dann sind wir zuerst da. Nee, 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 nee. Bei den Pferden wahrscheinlich. Die standen rechts, nicht wahr? Am Stall. Hier wahrscheinlich.
Haben wir aber Glück. Genau die zur richtigen Zeit. Keine Minute zu spät. Hier bin ich. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr, höchstens ein Karrengaul. Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. In Ordnung. Ganz wie du meinst. Lebe wohl. Wir werden nicht widersprechen oder etwas fordern, nicht wahr? Wir kennen unseren Stand. Hier zum Beispiel. Im Galopp! Hiya! Spute dich, Schmied! Ich bin tausendmal schneller als ein Lama-Gaul, ey. Tja, wo bleibst du denn? Ah, immer, wisst ihr, das sind die richtigen. Große Klappe, nix dahinter. Nicht wahr? So, Schmied, wegen der Sache in der Schenke. Ja, Herr. Hadusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Viel, vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja. Ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur... Als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr... Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch vexiert. Warst frech zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue... Selbst wenn es für meine Ehre ist, ist der Hanusch im Nacken und straft mich, wie jetzt. Ich wollte niemanden drohen. Das ist alles von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Reichtümer. Aber ich halte inne, ich sammle nichts. Lass uns über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit? Recht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Natürlich. Ich werde mein Bestes geben. Natürlich. Sieh zu und lerne. Idiot zu sein? Da lerne ich doch nichts. Den schönen Sonnenaufgang genießen wir. Aber er ist auch immer leise, dann ist er laut, nicht? Also die Abmischung der Stimmen ist halt einfach semi-geil. Hör zu, ich wollte dich etwas über Scarlets fragen. Unverohrt. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und... Alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig, Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also... Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Na, klasse. Und nicht trödeln. Versuchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Okay, Schnellreise.
Zum Glück sind wir vollständig satt, fast vollständig gesund und waren komplett ausgeschlafen. Das sollte uns hier gut helfen und ja, mal gucken, was der junge Herr hier für Ideen gleich hat mit uns. Ich weiß nur noch, ich musste irgendwann ein Wildschwein oder sowas suchen. Hier schlagen wir das Lager auf. Ja, die Wälder sind auf jeden Fall wirklich so, dass man sagen könnte, das ist ein Wald, nicht? Nicht nur Bäume, die in der Landschaft irgendwie rumstehen. Schirmlinge, ja, die verderben bloß wieder. Essen haben wir auch. Hol mir Wein und Speck aus der Satteltasche. Natürlich. Hätte er ja auch vorher sagen können. Wir haben ja schon Wein. Wurde Speck. Haben wir auch. Sehr gut. Schon dabei, Herr. Na, endlich. Einen kriegt er. Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratei rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Was werden wir jagen? Ich habe keine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Keine Sorge, ich erwarte nicht viel. Komm hier einfach nicht in den Weg und sammle auf, was ich erlege. Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also erzähl mir von Scarlett. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Na gut. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Es gab nichts, was ich tun konnte. Es ist nicht so einfach, darüber zu sprechen, Herr. Meine Eltern wurden vor meinen Augen ermordet. Konntet ihr denn gar nichts tun? Ich meine, errichtete Rat sich denn keine Verteidigung? Sie haben uns kalt erwischt. Es blieb keine Zeit für irgendetwas. Ich wollte sie retten, aber es war zu spät. In Ordnung. Ich habe bloß gefragt. Verzeihung, ich bin kein Feigling. Verzeihung, Herr, ich wollte nicht. Schon gut, Heinrich. Beachte mich nicht. Manchmal mache ich den Mund auf, ohne zu denken. Das haben wir gemerkt. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. Warte bis zum Morgengrauen. Ja, klasse. Was ist hier in der Truhe? Ein Sachs, Jagdpfeile, Bogen, können wir sogar alles nehmen. Ich glaube, das gehört uns auch alles hier drin. Ein paar Jagdpfeile mehr. Sehr, sehr gut. Aber wir erkunden ein bisschen noch, nicht? Wo sind wir denn? Wow, wir sind ja richtig weit im Norden. Wir sind ja hier fast bei Scarlett, nicht? Thalmberg wieder. So weit? Gibt's hier keine Wälder, wo man jagen kann? Boah. Okay. Ist auf jeden Fall ein Weg. Sehr viele Pilze wachsen hier auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch das, wo ich die Schirmlinge her hatte. Apropos Schirmlinge. Wir wollten ja noch was wegwerfen, nicht? Hier ist vielleicht der richtige Ort, die Schirmlinge fallen zu lassen. Und weg mit ihnen. Ja, und das gibt ein kleines Problem mit Schirmlingen. Die werden nicht als einzelner Sack fallen gelassen. Sondern fallen alle auf einmal raus, nicht wahr? Und wenn man mehr als 100 hat, 200, 300, dann sieht das sehr, sehr lustig aus. Und wenn der Rechner 2018 nicht so performant war, dann hat das ein paar Minuten gedauert, bis die alle gerendert und auf den Boden gefallen waren. Jo.
Die will ich nicht wieder einsammeln müssen. No. Hier noch irgendwas? Eine Lichtung. Ah, da geht der Weg hoch. Wir sind so ein bisschen abseits von diesem Weg. Alles klar. Was ist das hier? Ich hab doch gerade was gehört. Das. Ich habe nichts ausgerüstet. Warum habe ich nichts ausgerüstet? Das könnte ja echt übel ausgehen. Okay. Aber das wäre Diebstahl, nicht wahr? Aber wir haben Jagen eine neue Stufe erreicht. Warum rennt ihr nicht weg? Okay, gratis Skillpunkte. Axt, neue Stufe erreicht. Ja, das Fleisch können wir leider nicht nehmen. Das war jetzt ein bisschen brutal. Die haben so geschrien. Aber. Ja, ich meine. Ja. Nicht, das sind so Dinge, die im zweiten Teil hoffentlich nicht mehr passieren. Oder sowas hier. Oder sowas hier. Okay, der hat's gemerkt. Der hat's gemerkt. Komm. Renn um Leben, Tod, Tod. Renn, Leben und Tod. Leben und Tod. Leben und Tod. Ist aber Glück, dass meine Vitalität nicht so gut ist wie deine. Komm doch her. Komm doch her. Führ mich zum Rabbit Hole. Wo geht's ins Wunderland? Jetzt will ich's wissen. Jetzt will ich's wissen. Ah, hast Glück. Ah, hat der keine Ausdauer? Dann der hat auf jeden Fall wesentlich mehr. Ja, wir sind ein bisschen dichter ran, aber jetzt holt er ab. Na gut, hat er. Soll er. Er soll leben. Nicht wahr? Aber das wird uns gleich zugutekommen, dass wir das Jagen geskillt haben. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Ah, der nächste. Jetzt auf dem Rückweg. Komm du doch her, komm du her. Wo bist du, wo bist du? Und die Axtstufe haben wir erhöht. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr zu niedrige Werte für die Axt. Man kann auch jede Waffe einzeln skillen. Und deswegen ist es wichtig, auch mit der Waffe dann Gegner zu erlegen. Weil dann kann man auch bestimmte Sachen skillen für eine Axt. Und so weiter und so fort. So, ich würde sagen, das war doch eine erfolgreiche Runde. Wir haben ein bisschen was geskillt. Werden uns jetzt hier hinlegen. Er schläft schon. Und dann sehen wir mal weiter. Speichern und beenden in der nächsten Folge, wie es mit der Jagd läuft. Bis gleich.